Ja, schönen guten Morgen. Wir haben jetzt kurz vor 8:30 am Freitagmorgen und ich bin jetzt unterwegs zu meinem ersten Auftrag und so wie es bis jetzt aussieht, ist dieser Freitag relativ gechillt. Ne? Kann sich ja immer ganz schnell ändern in meinem Business. Aber im Moment sieht es nach einem ruhigen Freitag aus. Ist auch mal wieder ganz gut so nach den ganzen hektischen letzten Freitagen. Ich habe jetzt eine Kundenanschaltung mit Inbetriebnahme in Aldingen. Das ist so auch in der Nähe von Tuttlingen. Und falls dann nichts mehr kommt, werde ich noch ein bisschen Hausmeisterjobs machen und ein paar Schließzylinder tauschen in der Ecke. Und ja, dann schauen wir mal, was noch kommt. Ich brauche jetzt so circa 20, 25 Minuten, dann bin ich beim ersten Auftrag. So, ich fahre jetzt gerade übrigens Aldingen rein. Wie gesagt, das ist so zwischen Rottweil und Tuttlingen. Und muss da jetzt erst an den Technikstandort, bei dem ich jetzt auch noch nie war, muss jetzt erst mal suchen und dann geht's weiter. Aldingen, jawohl. So, jetzt bin ich da und was da aussieht wie so eine Fertiggarage, das ist also mein Technikstandort hier auf der rechten Seite und da geht's jetzt rein. So, jetzt habe ich das Teil mal aufgesperrt, das ist im Prinzip ein Container mit Technik des Netzbetreibers. Jetzt gehen wir mal rein. Und der Kunde bekommt heute einen Glasfaseranschluss. Das heißt im Prinzip nichts anderes, das ist der D-Slam, ne, hier. Hier geht praktisch die Leitung des Kunden raus, geht dann hier rüber und kommt dann hier auf einer Faser an. Ja, hier irgendwo und geht dann zum Kunden raus, wie gesagt via Glasfaser. Und jetzt muss ich erstmal die Leitung schalten, dann geht's weiter. So, mittlerweile habe ich den Patch eingelegt, hier auf Port 7 kommt also praktisch die Leistung des Kunden raus, geht hier rüber und geht auf diesen Port. So, und wenn jetzt alles gut ist, dann müsste beim Kunden das Licht sozusagen ankommen und da kann man dort den Anschluss in Betrieb nehmen und jetzt fahre ich dorthin. Jo, jetzt geht's zum Kunden, der ist nur ein paar hundert Meter weg. Und wenn jetzt von der Dokumentation alles passt, dann müsste die Leitung beim Kunden ankommen. Und falls mit der Dokumentation irgendwas nicht in Ordnung wäre, müsste ich dann nochmal zu diesem Technikstandort. Aber jetzt hoffen wir das Beste und ich bin gleich dort. Und der Kunde bekommt übrigens eine Fritzbox 7590 und 51.000er Anschluss. Ne? So, mittlerweile bin ich beim Kunden vor Ort und was man hier sieht, ist sein Glas-APL und auf einer von beiden Adern müsste jetzt ein Signal ankommen und das prüfe ich jetzt. Ja, und wenn man sich einmal auf die Schaltangabe des Netzbetreibers verlässt, ist man verlassen, denn hier kam jetzt wieder nichts an. Das heißt, ich klemme jetzt hier meinen Laser drauf und fahre dann jetzt nochmal zum Technikstandort, ne? Ja, so läuft es halt manchmal und normalerweise mache ich das bei diesem Netzbetreiber eigentlich immer so, dass ich zuerst zum Kunden fahre, dort den Laser drauf hänge, wie ihr gerade gesehen habt, und dann zum Technikstandort fahre. Aber ich hörte, dass sich jetzt die Dokumentation verbessert haben soll, ne? Was jetzt leider nicht der Fall ist. Und jetzt habe ich Folgendes gemacht. Jetzt leuchte ich einfach diese Leitung aus. Das heißt, ich leuchte die Leitung durch und jetzt müsste es irgendwo an meinem Technikstandort, zu dem ich jetzt wieder unterwegs bin, circa einen Kilometer, müsste da irgendwo an einem Port leuchten, ne? Und das ist dann der richtige. Also, man wird sehen. Jetzt bin ich wieder hier, wie man sieht, und hier sieht man so leicht rötlich blinken. Ja, das ist mein Laser, der beim Kunden drauf hängt und das ist die richtige Leitung und da gehe ich jetzt drauf und dann müsste es eigentlich passen. So, jetzt bin ich auf dem richtigen Port, ja, wie man gesehen hat, und fahre jetzt nochmal zum Kunden. Das ist ein Geschäftskunde, ist ganz gechillt, bekam auch schon Kaffee, also alles in Ordnung. Ja, und was lernen wir daraus? Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser und jetzt schauen wir, ob es klappt. So, mittlerweile hat das alles geklappt. Also die Glasfaserleitung geht hier auf diesen Konverter und dann geht der Kunde praktisch hier auf sein Endgerät, ne? Was immer das auch ist. Im Moment hat er gerade keins, aber macht er sich dann alles soweit fertig. So, erledigt. Und nachdem ich jetzt eigentlich wieder einen auf Hausmeister Krause machen wollte und Schlösser tauschen an verschiedenen Mobilfunkstandorten, bekam ich jetzt noch ein Störungsticket, auch an einem Mobilfunkstandort. Und der meldet nicht verschlossen. Ne? Das heißt, da muss man jetzt mal nachschauen, was Sache ist. Nicht, dass da irgendwie eingebrochen wurde oder was in der Richtung.
Und zwar ist er im Raum Bräunlingen. Das ist bei Donaueschingen. Und da fahre ich jetzt hin, brauche jetzt circa eine halbe Stunde. Ne? Jo, ich bin jetzt mittlerweile in Bräunlingen angekommen und auf der Suche nach dem Mobilfunkstandort. Aber es geht schon mal in die Höhe, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Jetzt muss ich bloß noch den entsprechenden Masten finden. Ne? Mal schauen, wo steckt's. Ah, hier könnte was sein. Ja, das ist der Mobilfunkstandort und der ist hier wieder mal an einem Bauernhof. Und zwar natürlich in der Höhe. Ne? Da hinten hat es auch noch mal irgendwelche Masten. Keine Ahnung, wem die gehören. So, und jetzt gucke ich erstmal, was hier Sache ist. Und kann hier auch kleine und Schlüsseltresor wechseln. Ne? Das ist also zwei Fliegen mit einer Klappe sozusagen. Ja, Hausmeister Krause war wieder tätig. Und erfolgreich, auf jeden Fall, was das neue Schloss angeht. Ja, leider lässt sich das Schloss nicht komplett drehen. Das ist also tatsächlich ein Defekt. Aber ja, so weit gehen jetzt meine hausmeisterischen Fähigkeiten auch nicht. Das heißt, da muss irgendjemand anders beauftragt werden, der da nachschaut. Ja, und was sagt ich heute Morgen noch? Es wird ein gechillter Freitag. Naja, scheint doch nicht so. Denn ich habe jetzt noch ein Ticket bekommen, nämlich in Freiburg. Aber ich bin also ein bisschen in der Nähe, ist nicht ganz so weit, brauche jetzt eine Dreiviertelstunde. Und zwar steht da wohl der Router eines großen Lebensmitteleinzelhändlers. Das bedeutet im Einzelfall keine EC-Kartenzahlung und auch keine Bestellung. Also die Luft brennt und ich bin unterwegs. Ja, mittlerweile habe ich Freiburg erreicht. Hier hat es natürlich gleich wieder 5 Grad mehr wie bei uns oben. Das ist unglaublich hier im Badischen. Bin jetzt auch gleich beim Kunden und wie gesagt, ist eine Filiale von großen Lebensmitteleinzelhändler. Und wenn dort der Router nicht funktioniert, dann bedeutet das eben keine EC-Kartenzahlung und auch keine Möglichkeit, Ware zu bestellen. Und natürlich am Freitag ist sowas tödlich, ne? Könnt ihr euch vorstellen. Deshalb ja, müssen wir natürlich schauen, dass wir das Teil zum Laufen bekommen. So, mittlerweile bin ich vor Ort, habe jetzt auch schon die Leitung gecheckt. Das Problem ist hier, das DSL wird nicht synchron, kommt auch keins an. Router ist über LTE Backup erreichbar und der Kunde kann Gott sei Dank arbeiten. Ne? Jetzt muss die Telekom raus und schauen. Ja, schnell rein, schnell raus. Konnte dem Kunden leider nicht helfen, war jetzt aber auch nicht ganz so brisant. Ich weiß gar nicht, warum der Netzbetreiber hier so einen Stress macht. Denn der Kunde war oder der Router war über Mobilfunk-Backup nach wie vor erreichbar. Der konnte also arbeiten, war relativ gechillt. Und anscheinend geht es nach einem Umzug schon seit ein paar Wochen, dass die Telekom einfach nicht die Leitung durchgeschalten bekommt. Anscheinend sind es dort 3 APLs. Das war im Bahnhofsbereich in Freiburg. Und ja, keine Ahnung. Ich drücke mich jetzt auf jeden Fall mal durch Freiburg durch und Richtung Tuttlingen. Und guck, ob noch was geht heute. Ja, und im Moment rolle ich Tuttlingen rein. Also es ist nichts mehr gekommen und ich habe heute mal ein bisschen früher Feierabend wie an den letzten Freitagen. Schadet auch mal nichts. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen die ganze Woche. Nächste Woche geht es wieder weiter. Ist schon wieder einiges in der Pipeline.